Es ist mir eine große Freude, dass Tirol den Zuschlag erhalten hat für die Radweltmeisterschaft im Jahr 2018. Wenn man sich jetzt anschaut, was sich in den nächsten Jahren alles abspielt, dass wir insgesamt 6 Weltmeisterschaften organisieren dürfen, wo die Biathlon-Weltmeisterschaft, die nordische Weltmeisterschaft, Klettern etc. dabei ist, so ist es eine große Freude, dass wir im Jahre 2018 auch die Radweltmeisterschaft organisieren dürfen. Es war ein harter Bewerbungsprozess. International wichtige, große Städte haben sich auch um diese Weltmeisterschaft beworben. Und ich glaube, deswegen ist es herauszustreichen, dass es eine super Sache ist, was dem Land Tirol, der Stadt Innsbruck, da gelungen ist. Und wir können uns da wirklich auf eine tolle Veranstaltung freuen. Denn es geht genau in jene Richtung, wo sich das Land Tirol positioniert, auch im Bereich Tourismus, Sommersport, dass das Radfahren in Tirol etwas Schönes ist. Wenn man weiß, dass das auch für das Tourismusland Tirol sehr wichtig ist, 200.000 bis 300.000 aktive Zuseher, wenn man weiß, dass hier 150 Fernsehstationen in 150 Ländern an die 200 Millionen Zuseher an diesen Tagen weiß, dann ist das natürlich eine tolle Breitenwirkung. Wir gehen davon aus, dass also gerade mit dem neuen Haus der Musik, der kaiserlichen Hofburg, der Nordkette im Hintergrund wunderbare Bilder quer durch die Welt gehen und es auch für Innsbruck als Tourismusstandort doch einen wesentlichen Beitrag dafür beitragen wird.